Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die M-Box von Mattea. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. M von Mattea, das Ganze am 1. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das Debütalbum von Mattea. Wir haben hier eine graue Box. Sieht von Optik her so ein bisschen aus wie so eine kleine Schuhschachtel, so ein kleiner Schuhkarton. In so einem grau-weiß gehalten. Ein riesengroßes M haben wir hier auf dem Boxdeckel mittig platziert. Und auf diesem sitzt die gute Frau hier zu sehen. Also die Künstlerin nimmt hier Platz auf dem Buchstaben Mattea. Dann haben wir den Namen der Künstlerin auch nochmal hier auf der Seite in weiß. Nochmal, nochmal und nochmal, also rundum. Auf der Unterseite, ups, drehen wir mal um, es klappert schon die ganze Zeit. Auf der Unterseite haben wir noch einen Barcode und die Beteiligten. Das Ganze ist hier erschienen über Epic Records Germany, wie es aussieht. So, dann werden wir mal den Boxdeckel öffnen, der ist abnehmbar. So sieht das Ganze von innen aus, weiß. Und dann schauen wir uns mal den Boxinhalt an. So, als erstes haben wir hier natürlich einmal das Album an sich. Dann haben wir hier einen kleinen Brief in einem Kuvert, ein weißes Büchlein und eine Umhängetasche, ebenfalls in weiß. So sieht das aus, von innen auch wieder in weiß. Packen wir die Box mal wieder zusammen. Und legen die dabei zur Seite. So, zwei Sachen kommen hier in Folie. Einmal das Album und zum zweiten die Tragetasche. So, die Tasche. Und als nächstes das Album. Schauen wir mal, ja, oben hier bietet sich das gut an. So. Okay, wir haben hier das Cover des Albums, in diesem Fall hier nochmal auf einem Pappschuber drauf. Also, wie wir es auch schon vom Boxdeckel kennen, hier Mattea auf diesem M sitzend. Hier oben lesen wir Mattea M, Mattea M, Mattea. Unten ebenso. Auf der Rückseite gibt es nochmal das große M, die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal, dass wir den Pappschuber hier rausschieben und zum eigentlichen Album kommen. So, das sieht von vorne ident aus. Kommt hier in einem Jewel Case, auf der Seite wieder Mattea, ebenso hier. Und auf der Rückseite haben wir dann schlussendlich, das ist gar kein Dreck, das gehört hier, haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Beteiligte, Barcode auch hier wieder mit drauf. Das Album gibt es natürlich auch so, also rein die Album-CD zu kaufen, nicht nur in der Box. Dann schauen wir uns als erstes mal das Booklet an. Was haben wir hier? Nochmal die Tracklist. Gibt kein Tütü für mich. Okay. Ah, alles klar. Also wir haben jetzt zu den einzelnen Liedern hier so einen Spruch oder mehr oder weniger ein Zitat und ein passendes Bild. Also hier pro Song eine Seite optisch und auch textlich hier umgesetzt. Also ein sehr farbenfrohes Booklet, wie man hier sieht. Also jede Menge farbige Abbildungen hier mit dabei und spannende Grafiken. Dann die Künstlerin nochmal hier in schwarz-weiß abgebildet. So, was lesen wir hier noch? Man sieht sich immer zweimal, ja, das ist ja einer ihrer größten Hits. Dann hier noch eine Danksagung. Und ich glaube, ja, das war's. Beteiligten und ein großes M. Okay, dann kommen wir als nächstes zur Album-CD. Die ist auch wieder in grau und weiß gehalten. Sieht so aus, Mattea M und auch hier nochmal das M. Dann packen wir das Ganze wieder zurück in den Pappschuber und kommen als nächstes
zu diesem Brief, also zu diesem weißen Kuvert. Das ist hier tatsächlich versiegelt, so leicht zugeklebt. Nicht so einfach, das zu öffnen. Okay, also etwas gelitten hat das Ganze, aber ist doch noch ziemlich, ja, unversehrt. Dann schauen wir mal. Wir haben hier einen Zettel drin. Ui, das ist mal eine Menge Text. Also, ich lese euch einfach mal den ersten Absatz durch. Den Rest, den könnt ihr euch dann selber geben. Aber den ersten Absatz, den lese ich euch vor. Also, hi. Erstmal freut es mich sehr, dass du dir die Box zu meinem Debütalbum M bestellt hast. Du hältst sie nun in den Händen, genauso wie ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal. Ich empfand diesen Moment als unendlich krass. Es fühlte sich so an, als hätte ich die letzten 3 Jahre meines Lebens in diese Box gepackt. Und im Zuge dessen machte ich mir, wie auch jetzt gerade, Gedanken über meine Anfänge und wie alles hier entstanden ist. Also, hier geht's los. Hier kann man dann natürlich weiterlesen. Einfach das Video kurz anhalten und euch den Rest des Textes durchlesen. Wie gesagt, ich erspare euch das jetzt, weil sonst wird das echt zu lange werden. Hier endet es dann mit: Du bist einer der Menschen, die das alles möglich machen. Es ist schon viel passiert, aber das ist erst der Anfang. Danke, Mattea. Das sieht übrigens nach einer Originalunterschrift aus. Hier dieses silberne mit einem gemalten Herzchen. Okay. So, packen wir wieder zurück in das Kuvert. Also ist mehr oder weniger so eine persönliche Danksagung und so eine kurze Widmung zu diesem Album, wie es dazu gekommen ist, was da so bei dem Albumprozess alles für Hürden genommen wurden. Als nächstes haben wir hier so ein kleines weißes Büchlein, ein gebundenes Buch in Weiß, vorne wieder das silberne M drauf, das ist auch geprägt. So, Intro, auch hier gibt es wieder jede Menge Text. Es ist tatsächlich ziemlich bis zur letzten Seite bedruckt. Jede Menge Text. So, was lesen wir hier wieder? Vor einiger Zeit hatte ich die Idee zu diesem Buch. Eine Biografie sollte es werden. Meine Geschichte wollte ich erzählen. Als ich damit anfing, merkte ich ziemlich schnell, dass das Buch für Menschen, die die Texte meiner Songs kennen, relativ langweilig werden könnte. Also habe ich die echten Geschichten in fiktive umgewandelt und Stück für Stück an diesem futuristischen Märchen gebastelt. Angefangen beim ersten Song, Kein Tütü, sicher der privateste auf dem Album. Ich war mir bis zum Schluss eigentlich gar nicht so sicher, ob ich den wirklich an die Öffentlichkeit geben will. Nun denn, habe ich mich dafür entschieden. Okay, spannend. Also es sind so persönliche Texte, ja, Biografie, Märchenbuch, so ein Mischmasch von der Künstlerin persönlich geschrieben. Das sieht man auch selten, also sehr, sehr besonders für mich, also gar nicht so ein 0815 Boxinhalt. Und den letzten Boxinhalt haben wir dann hier, natürlich wieder, wer hätte es gedacht, in Weiß. Und zwar haben wir hier, auch wenn ich es gerade nicht aufbekomme, ah doch, jetzt, eine weiße Umhängetasche. So sieht die aus. Also natürlich hier wieder das silberne M, in diesem Fall so ein Metall-M drauf gemacht. So sieht das aus von der Rückseite. Und es ist eine Umhängetasche hier. Wir haben einmal, zweimal hier Reißverschlüsse vorne. Also das ist so die Tasche, die Haupttasche, hier mit einem Trenner drin, also mit so einem weißen eingenähten Trenner. Bedeutet, wir haben hier mehr oder weniger 2 Taschen. Und auf der Hinterseite haben wir noch so ein kleines Geheimfach, wo man auch nochmal Sachen verstauen kann. So, die Reißverschlüsse sind beide hier mit so einem weißen Bändchen versehen, wie so, ja, so Lederoptik. Auf der Rückseite ist das Ganze, ich glaube, nein, hier gibt es keinen Klettverschluss oder irgendwas. Also das ist einfach nur so eine zum Reindrücken, so eine Tasche. Und dann haben wir hier auch noch einen Tragegurt. Hier noch einen weißen Anhänger. Der kommt hier in so einem Leder. Täschchen, was haben wir hier? Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Also hier kann man dann eventuell noch was dranhängen, keine Ahnung, zum Beispiel so ein kleines Adresskärtchen oder den Schlüssel, was auch immer man möchte. Also es ist tatsächlich so ein Schlüsselring, wie man die kennt, hier in diesem Lederding schön versteckt.
Kann man aber auch natürlich runter machen. Also man kann das hier dann auch öffnen und diesen Anhänger hier abmachen, falls man für den keine Verwendung hat. Und das weiße Band hier auch wieder komplett gebrandet hier, der Träger mit Mattea. So sieht das aus. Und dann haben wir hier noch so eine, so ein Metallteil, mit dem man hier dann entsprechend die Größe anpassen kann, damit das auch wirklich gut sitzt. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Umhängetasche hier in weiß. Dann haben wir dieses gebundene Büchlein hier, diese persönliche Geschichte, diese Märchen von Mattea. Den Dankesbrief kommt hier in einem weißen Kuvert mit Unterschrift. Und natürlich das Album an sich hier im Jewel Case mit Pappschuber drüber. Insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box M von Mattea. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mattea unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.